Eine neue Furcht geht um bei Europas Regierungen. Die Furcht vor dem großen politischen Umbruch. Die Griechen haben ihre alte Garde abgewählt und ihr neuer Ministerpräsident Alexis Tsipras setzt ein Zeichen für ganz Europa. Er erklärt die Krisenpolitik der Euro-Strategen in seinem Land für beendet. Die Bürger fordern einen neuen Weg. Tsipras sucht Verbündete. Er reist zum französischen Präsidenten François Hollande nach Paris. In Brüssel empfängt ihn Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, und hält sogar mit ihm Händchen. Aber seine Forderungen weisen Europas Regenten zunächst zurück. Das erfährt auch Finanzminister Yannis Varoufakis, als er dem Vorsitzenden der Eurogruppe Jérôme Dijsselbloem erklärt, die Beamten der Troika werden in Athen nicht mehr empfangen, reist der brüskiert ab. In Berlin fordert Varoufakis vom deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble einen New Deal. Ohne Wirtschaftswachstum könne kein Krisenland seine Schulden bezahlen. Aber Schäuble beharrt auf seiner Position, die er seit Jahren wiederholt. Die Ursachen der Probleme müssen dort gelöst werden, wo sie entstanden sind und wo sie auch nur gelöst werden können. Das treibt die Menschen in vielen Ländern auf die Straße. In Berlin, vor dem Finanzministerium, in Athen, wo erstmals seit Jahrzehnten für die Regierung demonstriert wird, und in Madrid, wo 100.000 Spanier gegen eine Politik protestieren, die ihnen nicht geholfen hat. Wen auch immer die Lenker des Euro gerettet haben, sie nicht. Die bisherige Krisenpolitik der Euro-Länder hat mehr geschadet als genutzt. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hier in Athen, im Frühling 2010, hat es begonnen. Der griechische Staat war überschuldet, aber die anderen Euro-Staaten wollten unbedingt einen Bankrott Griechenlands vermeiden. Und darum sorgten die Euro-Finanzminister mit Milliardenkrediten aus ihren Staatskassen dafür, dass Griechenland solvent blieb. Im Gegenzug musste sich Griechenland aber einer Institution unterwerfen, die in keinem europäischen Vertrag und in keiner Verfassung jemals vorgesehen war, der Troika. Und so erhielt eine kleine Gruppe von Beamten die Macht, das ganze Land nach dem Willen der Gläubiger zu verändern und umzugestalten. Und kein Parlament hat bis heute die Möglichkeit, diese Beamten zu kontrollieren. Innerhalb der EU bilden diejenigen Länder, die als gemeinsame Währung den Euro haben, die Eurogruppe. Deren Regierungen, vertreten durch ihre Finanzminister, haben zu Beginn der Eurokrise 2010 den Internationalen Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission, damals unter Barroso, beauftragt, die Regierungen der Krisenländer zu kontrollieren. Diese drei Institutionen bilden die Troika. Sie schickte jeweils bis zu 40 Fachleute nach Griechenland, Portugal, Irland und Zypern, um mit den Regierungen Sparprogramme auszuhandeln. Diese Beamten besitzen große Macht. Sie schreiben den Ländern vor, was zu tun ist. Denn die Troika gab die Notkredite erst frei, wenn die in einem Memorandum of Understanding festgehaltenen Maßnahmen erfüllt waren. Ein Jahr lang haben wir auf den Spuren der Troika recherchiert. In Portugal, Zypern, Irland, in Brüssel, London und Berlin, in den USA und in Griechenland. Das Ziel der Troika-Programme war, die Krisenländer aus der Überschuldung zu holen und ihre Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen. Aber das ist gescheitert. Die Staatsverschuldung ist in allen Krisenländern höher als je zuvor. Die Volkswirtschaften versanken noch tiefer in der Rezession und zig Millionen Menschen verloren ihre Arbeit und leiden Not. Wenn Hippokrates das sehen würde, würde er sich im Grab umdrehen. Mein Land ist verschuldet. Man hat Geld genommen und unterschlagen. Aber das waren doch nicht wir. Wenn ich bis nächsten Juni keinen Job finde, habe ich keine andere Wahl. Ich muss auswandern. In 30 oder 40 Jahren wird Portugal 4 Millionen Einwohner weniger haben. 40% der Bevölkerung. Ja. 60-70% der Leute, die ich kannte, sind weg. 60-70% weg? Ja, ausgewandert. Nach Australien oder Kanada, um Arbeit zu finden. Hier gibt's keine. Aber es heißt, mit Irland geht es wieder aufwärts. Mehr als 60.000 neuer Jobs soll es geben. Wo? Nicht in Irland. Die Politiker haben 60% der Menschen glücklich gemacht und 40% gefeuert. Mit den Worten, euch brauchen wir nicht mehr. Was also ist schiefgegangen? In Griechenland hat einer die Fehler des Troika-Programms schon früh klar benannt. Der Wirtschaftswissenschaftler Yannis Varoufakis. Im Sommer 2014 ahnte er noch nicht, dass er bald Finanzminister seines bankrotten Staates sein würde. Die Troika
is visiting our capitals. Die Troika hat unsere Hauptstädte heimgesucht. In Dublin, Lissabon und in Athen spielte sie die Rolle des gierigen Geizhalses Ebenezer Scrooge, wenn es um die Krankenhäuser ging. Sie bestand darauf, dass die Putzfrauen des Finanzministeriums, die für einen Mindestlohn arbeiteten, gefeuert wurden, um die Ausgaben zu senken. Jetzt behaupten die verantwortlichen europäischen Politiker wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble, es habe keine Alternative zu den tiefen Einschnitten im griechischen Budget gegeben, weil das Defizit und die Schulden einfach zu hoch waren. Wenn sie Griechenland und den europäischen Finanzmarkt wirklich hätten stabilisieren wollen, hätten sie einen sofortigen Schuldenerlass für Griechenland bewirken müssen. Stattdessen haben sie das Finanzwesen destabilisiert. Sie haben ein unhaltbares Schuldenproblem geschaffen und eine stolze europäische Nation gegen die andere aufgebracht. Das wird als einer der schlimmsten Momente in die Geschichte unseres Kontinents eingehen. Was Sie sagen, klingt plausibel, aber auch ein wenig nach einer großen Verschwörung. Es war keine Verschwörung. Es war ein ganz einfacher Vorgang. Wie bleiben wir an der Macht? Herr Juncker gab es selbst einmal zu. Wir wissen zwar, was zu tun ist, aber nicht, wie wir gleichzeitig an der Macht bleiben können. Vergessen Sie nicht, vor 2008, 2010 hatten alle Regierungsparteien, ob Christdemokraten oder Sozialdemokraten, den Finanzsektor extrem gefördert. Es gab eine Art faustischen Pakt zwischen unseren Politikern und den Bankern. Wir lassen euch gewähren und ihr werdet uns einen kleinen Betrag zahlen, um unsere Staaten finanziell zu unterstützen. Als die Krise für sie vollkommen unerwartet kam, hatten sie weder die analytische Fähigkeit noch die moralische Autorität, diesen Bankern zu sagen, wisst ihr was, ihr seid draußen. Die Krise in Griechenland entstand, weil die griechischen Regierungen über Jahrzehnte mehr Ausgaben als Einnahmen. Trotz einer bedrohlichen Schuldenquote bescherte der Beitritt zur Eurozone dem Land zunächst sinkende Zinsen. Das verleitete griechische Politiker dazu, tausende neuer Posten für ihre Parteigänger und Prestigeprojekte wie die Olympischen Spiele von 2004 mit noch mehr Krediten zu bezahlen, die Banken aus ganz Europa ihnen bedenkenlos gaben. Rund 7 Milliarden Euro kosteten die Sportstätten, die schon wieder verfallen. Und noch mehr Geld wurde für Rüstung ausgegeben. Das kleine Griechenland hatte, gemessen an der Bevölkerung, den höchsten Wehretat der ganzen NATO. Panzer, Fregatten und U-Boote brachten französischen und deutschen Herstellern Milliardengeschäfte, die sie noch mit Bestechung beförderten. So waren Deutschland und Frankreich Gewinner des griechischen Schuldenbooms. Aber die Mitverantwortung der Banken und Schmiergeldzahler aus ihren eigenen Ländern kümmerte die Regierungen in Berlin und Paris nicht, als Griechenland schließlich im Jahr 2010 vor der Pleite stand. Die klugen Leute in Brüssel, in Frankfurt und auch in Berlin wussten schon im Mai 2010, dass Griechenland niemals seine Schulden zurückzahlen wird. Aber sie haben so getan, als sei Griechenland nicht bankrott, sondern habe nur gerade nicht genug flüssige Mittel. In dieser Lage, dem insolventesten aller Staaten den größten Kredit der Geschichte zu geben, wie drittklassige korrupte Banker, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit zwangen sie Griechenland in eine Dauerverschuldung ohne Ende. Und sie brachten eine stolze Nation gegen die andere auf. Denn dem deutschen Arbeiter, der sich 8 bis 10 Stunden am Tag abplagt und trotzdem mehr oder weniger an der Armutsgrenze lebt, wird von seiner Regierung erzählt, unsere Krankenhäuser müssen sparen. Aber wir geben den Griechen 110 bis 130 Milliarden Euro. Dabei ging das Geld gar nicht an die Griechen. Dieses Geld hat nie ein Grieche gesehen. Es ging an die Banken. Das meiste Geld ging an französische und deutsche Banken. Sie haben die Griechen und die Deutschen belogen. Den Griechen erzählten sie, wir haben den Bankrott vermieden, und den Deutschen,
Weil die Griechen unsolide sind, bestrafen wir sie nun mit Sparpolitik. Aber wir leihen ihnen Geld aus europäischer Solidarität. Washington, der Sitz des Internationalen Währungsfonds. Dessen Experten haben jahrzehntelange Erfahrung damit, Schuldenkrisen zu managen. Darum holten die Euro-Staaten den IWF als Kreditgeber mit ins Boot. Über die Kreditvergabe entscheiden die Exekutivdirektoren, die die Mitgliedstaaten vertreten. Als der Fall Griechenland anstand, gab es im IWF jedoch Widerstand. Paulo Nogueira Batista, als Exekutivdirektor für Brasilien, Mitglied des 24-köpfigen Vorstands, spricht für die Kritiker. Damals, als diese Entscheidung getroffen wurde, hat man da nicht über eine Schuldenrestrukturierung oder einen Schuldenerlass diskutiert, um die griechischen Staatsschulden auf ein erträgliches Maß zu bringen? Das wäre doch der wirtschaftlich vernünftige Weg gewesen. Genau das habe ich in unserem Papier geschrieben, das wir dem Vorstand vorgestellt haben. Für Griechenland wäre eine Umschuldung gleich zu Beginn besser gewesen. Das war die große Frage, die im IWF zu jener Zeit aufkam. Nach dem Reglement des IWF konnte das nur geschehen, wenn die Schulden des Kreditnehmers als nachhaltig angesehen wurden. Das heißt, fristgerecht rückzahlbar. Und die IWF-Mitarbeiter sträubten sich dagegen, das zu bestätigen. So geschah es, dass die Regeln der Lage angepasst wurden. Das war ein ziemlich schlechter Moment für den IWF. Ein neuer Passus wurde eingefügt. Der IWF darf einem Mitgliedstaat eine riesige Summe Geld leihen, selbst wenn die Schulden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zurückgezahlt werden können. Die internen Regeln des IWF wurden über Nacht nur wegen Griechenland geändert? Mich hat damals besonders die intransparente Art gestört, in der die Regeln geändert wurden. Man musste einen langen Bericht sehr genau lesen, um zu verstehen, dass man das gemacht hatte. Es war kein Punkt auf der Tagesordnung? Es stand nicht explizit auf der Tagesordnung. Es war eine Fehlentscheidung zu einem hohen Preis unserer Reputation. Aber warum inszenierten die Europäer diesen heimlichen Putsch beim IWF? Der frühere Berater des EU-Kommissionspräsidenten Barroso war ganz nah dran an den Entscheidern. Die IWF-Mitarbeiter wurden von ihrem Direktor Dominique Strauss-Kahn überstimmt. Er wollte französischer Präsident werden und daher den französischen Banken keine Verluste aufbürden. Gleichzeitig warnten auch die deutschen Banken Angela Merkel sehr eindringlich davor, ihnen die Verluste aufzudrücken. Die Regierungen der Eurozone haben dann entschieden, so zu tun, als sei Griechenland nur vorübergehend in Schwierigkeiten. Sie umgingen die gesetzliche Grundlage, auf der der Euro basiert, das Verbot des Zahlungsbeistands zwischen den Staaten. Sie haben Griechenland Geld geliehen, nicht um die griechische Regierung zu retten, sondern französische und deutsche Banken, die leichtsinnig der insolventen griechischen Regierung Geld geliehen hatten. Wissen Sie, um welche Summen es bei den deutschen und französischen Banken ging? Bei den französischen Banken ging es um 20 Milliarden und bei den deutschen Banken um 17 Milliarden Euro. Und so wurde verhindert, dass Griechenland sofort einen Schuldenerlass bekam. Die Konsequenzen waren den Verantwortlichen von Anfang an klar. Der damalige griechische Delegierte beim IWF hat den Beweis dafür. Der fehlende Punkt in diesem Programm war die Umschuldung. Umschuldung heißt Schuldenerlass, oder? Die Schulden erlassen und die privaten Gläubiger mit einbeziehen. Die Europäer hatten den Griechen ein strenges Reformprogramm auferlegt. In einer kurzen Zeit, 3 oder 4 Jahre. Und die Experten des IWF zweifelten von Anfang an seinem Erfolg, weil die Zeit zum Ausgleich des Haushaltsdefizits so kurz war. Im März 2010 sandten die Experten des IWF eine E-Mail an die Europäische Kommission. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen zeigen, was Sie geschrieben haben. Ja, bitte.
Dieses Programm wird die heimische Kaufkraft drastisch einschränken und eine tiefgreifende Rezession auslösen, die das soziale Gefüge ernsthaft gefährdet. Sie haben das von Anfang an gesagt. Das heißt, Griechenland wurde für die Stabilität des globalen Finanzmarktes geopfert? Genau so war es. Naja, das Papier beweist, dass sie schon vorher wussten, wenn sie keinen Schuldenerlass machen, dass sie so viel sparen müssen, dass es Millionen von Griechen in tiefe Not stürzen würde. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Binnen 4 Jahren wurden die Ausgaben des griechischen Staates um ein volles Drittel gekürzt. Übertragen auf Deutschland wären das 390 Milliarden Euro. So viel wie ein ganzer Bundeshaushalt. Das hier war eine beliebte Einkaufsgegend. Aber jeder zweite Laden musste schließen. Das ist eines der wenigen Zeichen der Krise. Ansonsten sieht man nicht viel davon. Stimmt, man sieht die Krise kaum. Das liegt hauptsächlich an der großen Solidarität innerhalb der Familien. Dadurch wird sie nicht so sichtbar. Hier, alles geschlossen. Und was noch hinzukommt, die Mittelschicht, die kleinen Geschäftsleute, die ihre Läden schließen mussten, sind nun nicht mehr versichert. Sie haben den Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem verloren. Manche sind sogar unter die Armutsgrenze gefallen. Harald, das ist Herr Kostas. Harald Kostas, Kostas, denn ne? Herr Kostas entschuldigt sich, dass es kein Licht gibt. Der Laden ist in einem chaotischen Zustand. Wie lange steht er schon leer? 20 Monate. Die Miete betrug hier 900 Euro. Ja, dann 800, 700, 600 und jetzt 500 Euro. Das war eine Geschäftsstraße. Ja, man sieht viele Läden hier. Eine Geschäftsstraße und jetzt ist sie tot. Was haben Sie verkauft? Mode. Damen- und Kindermode. Was wird jetzt aus Ihrem Geschäft? Ja, was soll ich machen? Ich würde auch für 400 Euro vermieten. Aber ohne Nachfrage? Keiner hat das Geld dafür. Dann besser verkaufen oder verschenken. Verschenken, ja. Aber verkaufen? Was? Es verkauft sich nicht. Okay. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vor der Krise, bevor die Sparpolitik wirkte, konnte man noch behaupten, dass Sparpolitik gut für die Wirtschaft sei. Es war eine verbreitete Meinung. Aber nun haben wir die Erfahrung und wissen mit überwältigender Klarheit, dass Sparpolitik in der Tat bewirkt, dass die Wirtschaft schrumpft. Und das um weit mehr als nur 1:1 im Verhältnis zu den Kürzungen. Was heißt das für die europäische Wirtschaft? Es besteht ein deutlicher, klarer Zusammenhang zwischen Sparpolitik und dem wirtschaftlichen Niedergang. Mit jedem Euro, der durch Steuererhöhungen verdient oder wichtiger noch, durch Streichungen eingespart wurde, sinkt das Bruttoinlandsprodukt um 1,30 Euro oder 1,50 Euro. Und so schrumpften die Volkswirtschaften. Sie haben es also noch schlimmer gemacht. Ganz gewiss. Success Story meint, dass die Troika sagt, Griechenland sei eine Erfolgsgeschichte, oder?
Ja, und hier stehen die Zahlen der Erfolgsgeschichte. 300.000 leere Häuser, 40.000 Arbeitslose und andauernd neue Steuern, 3 Millionen Unversicherte ohne Zugang zum öffentlichen oder überhaupt zu einem Gesundheitswesen, 50% Kürzung bei den Reserven der Pensionsfonds, 29% Arbeitslosigkeit, 60% Jugendarbeitslosigkeit. Ausverkauf der öffentlichen Güter, der Wälder und Küsten. 4.500 Selbstmorde. Was viele Menschen schwer verstehen, und wenn ich so sagen darf, was vor allem die Deutschen schwer verstehen, die Wirtschaft ist ein Kreislauf. Das Geld fließt. Sie kaufen von mir, ich kaufe von Ihnen. Meine Ausgaben sind Ihre Einnahmen. Ihre Ausgaben sind meine Einnahmen. Wenn man nun sagt, die Leute müssen weniger ausgeben, wenn jeder weniger ausgibt, dann sinken die Einnahmen. Wenn man also sagt, der private Sektor ist überschuldet, hier muss gespart werden, und der öffentliche Sektor muss ebenfalls sparen, wem verkaufen wir dann noch etwas? Das kann nicht funktionieren, wenn es alle gleichzeitig machen. Wovon Paul Krugman da spricht, nennt man das Sparparadox. In einer Volkswirtschaft sind des einen Ausgaben immer eines anderen Einnahmen. Die Einkäufe der Haushalte sind die Einnahmen der Unternehmen und deren Lohnzahlungen sind die Einnahmen der Haushalte. Und die Steuern der Unternehmen und Haushalte sind die Einnahmen des Staates. Und umgekehrt sind alle Ausgaben des Staates Einnahmen für Unternehmen und Haushalte. Es können daher nicht alle gleichzeitig sparen, denn sparen heißt mehr einnehmen als ausgeben. Das geht nur, wenn andere mehr ausgeben als einnehmen und sich verschulden. Wenn also alle gleichzeitig mehr einnehmen als ausgeben wollen und niemand mehr Schulden machen will, dann sinken für alle die Einnahmen und die Wirtschaft schrumpft. Das nennen Ökonomen das Sparparadox. Und genau das ist in den Krisenländern passiert. Warum wird es angesichts der von Ihnen genannten klaren Belege trotzdem gemacht? Deutschland schaut auf seine eigenen Erfahrungen und sagt: Nun, wir haben unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten der späten 90er mit dem Sparprogramm von 1999-2000 in den Griff gekriegt. Und nun geht es Deutschland gut. Warum können es die anderen nicht genauso machen? Die Antwort ist: In Deutschland ging das nur gut wegen der hohen Exportüberschüsse. Und die waren nur möglich, weil es einen schuldenfinanzierten Boom in Ländern wie Spanien gab. Und nun sagt Deutschland zu Spanien: Macht es wie wir. Aber wir werden nicht tun, was ihr gemacht habt. Deutschland blickt nur auf seine eigenen Erfahrungen und denkt, dass Sparpolitik funktioniert. Doch es kommt auf den Kontext an. Die Troika entschied oft völlig willkürlich. In Griechenland erzwangen sie, was ihre Auftraggeber im eigenen Land niemals tun würden. Eine Begrenzung der Ausgaben im Gesundheitswesen auf nur 6% der Wirtschaftsleistung. Im europäischen Durchschnitt sind es 8 und in Deutschland sogar 10. Gleichzeitig schrumpfte die Wirtschaft aber radikal, sodass die frühere konservative Regierung den Gesundheitsetat um insgesamt 1/3 kürzen musste. Die Folgen sind verheerend. Rund 3 Millionen Menschen, 1/4 der Bevölkerung, ist ohne Krankenversicherung und erhält keine medizinische Versorgung. Gerade frisch verlassen, so sieht's aus. Ich meine, könnte morgen weitergehen, der Betrieb. Fast 40% aller Krankenhäuser wurden geschlossen und die Hälfte der 5000 Ärzte in den öffentlichen Polikliniken entlassen. Der Gesundheitsminister der früheren Regierung hatte damit kein Problem. Nach dem Memorandum of Understanding, dem Vertrag der griechischen Regierung mit ihren Kreditgebern, dürfen die Staatsausgaben für das Gesundheitswesen nicht 6% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten. Das ist weit unter dem europäischen Durchschnitt von 8%. Die Zahlen dürfen nicht höher sein. Das stimmt. Doch jetzt, da Griechenland aus der Krise herauskommt, wird das Bruttoinlandsprodukt steigen und wir werden nächstes Jahr mehr Geld haben.
Aber es gibt nun viel weniger Ärzte. Vorher waren es über 5.000 und jetzt sind es nur noch 2.000. Sehen Sie, vorher haben sie nicht so viel gearbeitet. Nur 3 Stunden. Jetzt arbeiten sie 7 Stunden. So rechtfertigte der verantwortliche Minister, was in Wahrheit eine medizinische Katastrophe ist. Hunderttausende finden in den öffentlichen Kliniken und Praxen keine Ärzte mehr, die sie behandeln. Darum haben Freiwillige in ganz Griechenland provisorische Ambulanzen gegründet, um die schlimmste Not zu lindern. In dieser Behelfsklinik in Athen arbeiten 100 Ärzte und 200 Helfer unbezahlt in ihrer Freizeit. Zum Glück helfen Bürger aus Deutschland und Österreich mit Spenden und leisten die europäische Solidarität, die ihre Regierungen verweigern. In unseren Medien heißt es, das griechische Gesundheitssystem sei ineffizient, aufgebläht und die Ärzte seien korrupt. So wird es in Deutschland berichtet. Das Gesundheitssystem war reformbedürftig, in großem Maße. Aber es brauchte eine Reparatur, keine Katastrophe. Das, was in unserem Land passierte, war keine Reparatur der Fehler, die es zur Genüge gab, sondern all das Gute, das es gab, wurde kaputt gemacht. Heute gibt es in meinem Land, in Griechenland, kein Gesundheitssystem mehr. Die MS-Kranken bekamen eine Invalidenrente von 67%. Die haben sie auf 35% reduziert. Diese Reduzierung führte dazu, dass die meisten von uns nicht mehr versichert sind. Wenn du nur so wenig bekommst, kannst du die Versicherung nicht mehr bezahlen. Du kannst Wohnung und Essen nicht mehr bezahlen. Sorry. Hier in unserem Land wurde Hippokrates geboren. Es ist das Land, das der Welt die Medizin geschenkt hat. Wenn Hippokrates das sehen würde, was mit unserem Gesundheitssystem passiert, würde er sich im Grab umdrehen. Εάν ο Ιπποκράτης ζούσε στις μέρες μας, θα έσκιζε το μανδύα του και βλέπε αυτά με το σύστημα υγείας που γίνονται. Σε πανελλήνια κλίμακα... Im ganzen Land sterben heute Hunderte von Menschen. Hunderte von Menschen jeden Monat, nicht etwa in einem Jahr. Sie sterben und diese Zahl wird nirgends erfasst. Aber wir Ärzte wissen das. Denn ein Kranker, der keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem hat, ist dazu verurteilt zu sterben. Die Troika sagt uns, dass nicht wir schuld seien, die griechische Regierung mache es falsch oder irgendein Minister. Wenn man aber die Memoranden genau liest, vom ersten bis zum letzten Satz, sieht man das alles, wirklich alles, was im Gesundheitswesen passierte, selbst die Entlassung von Ärzten und Pflegepersonal, im Memorandum bereits festgeschrieben war. Es waren Auflagen der Troika. Warum wurden diese Maßnahmen ergriffen? Weil wir wirtschaftliche Probleme haben? Aus Unfähigkeit? Aus Dummheit? Nein, nichts von alledem. Sie haben eine Ideologie. Wer Geld hat, lebt. Wer kein Geld hat, stirbt. Wir sind viele und wir werden immer mehr, rufen die unversorgten Kranken auf dem Platz vor dem Parlament. Ihr Protest hat jetzt Gehör gefunden. Die neue Regierung will die Versorgung wieder aufbauen. Viele Fehler der Troika-Politik sind seit Jahren bekannt, auch im Europäischen Parlament. Doch erst Ende 2013, kurz vor den Wahlen, starteten Europas Volksvertreter eine Untersuchung. Herausgekommen ist dabei aber nur eine Kritik der rechtlich fragwürdigen Konstruktion. Die Troika arbeitete zwar im Auftrag der Euro-Regierungen, aber außerhalb der Vorgaben des EU-Vertrages. So entzog sie sich der parlamentarischen Kontrolle und die Abgeordneten ließen sich das auch fast 4 Jahre lang gefallen. Wie die Beamten der Troika ihre Macht eingesetzt haben, wollte die konservative Mehrheit gar nicht genau wissen.
Da wurde ein Monster geschaffen, die Troika und all diese Mechanismen. Das läuft komplett außerhalb der Institutionen der Europäischen Union. Es war nur eine Abmachung unter den Regierungen. Doch das zeigt, dass in der Architektur der Eurozone etwas fehlt. Für einen Beamten der Kommission ist es leicht zu sagen, kürzt die Gesundheitsausgaben in Griechenland. Er muss nicht den politischen Preis dafür zahlen. Doch wenn die Debatte in einem Parlament stattfindet, im Europäischen Parlament, wo auch griechische Abgeordnete sitzen, wird es politisch gesehen viel schwieriger zu sagen, wir Europaabgeordnete beschließen für Griechenland Kürzungen im Gesundheitswesen, die sich dann ganz konkret auswirken. Mehr Krankheiten, mehr AIDS, mehr Tote. Im wahrsten Sinn des Wortes, Sparpolitik tötet. Es kann sein, dass einzelne Maßnahmen keinen Sonnenschein am Ende des Tunnels gebracht haben. Aber ohne Troika gäbe es kein Licht am Ende des Tunnels. Ohne der Troika, ohne dem Einschreiten der Europäischen Union wären diese Länder bankrott. Man muss sich anschauen, wer die Mehrheit im Europäischen Parlament hat. Es war und ist jetzt noch stärker eine rechte Mehrheit. Und sie unterstützt diese Ideologie. Die Troika verordnete den Krisenländern zudem sogenannte strukturelle Reformen. Auch hier folgten sie einer plumpen Ideologie. Demnach sind die Menschen deshalb arbeitslos, weil ihre Löhne zu hoch sind oder der Kündigungsschutz zu starr ist. In Portugal wurden Kündigungen drastisch erleichtert, Abfindungszahlungen gestrichen, die Löhne sanken bis zu 20% und die Verbindlichkeit der Tarifverträge wurde einfach abgeschafft. Zu Beginn der Finanzkrise galt für fast die Hälfte der portugiesischen Arbeiter ein Tarifvertrag. Jetzt gilt er für weniger als 6% der Arbeiter. Sie haben nur noch Einzelverträge. Das heißt, sie sind extrem verwundbar für jede Art von Druck ihrer Arbeitgeber. Das ganze System der Tarifverträge wurde aufgelöst? Komplett. Von der Hälfte auf ein Zwanzigstel. Das ist ein ganz anderes soziales Modell, eine andere Form, die Gesellschaft zu organisieren. Absolut, so ist es. Eigentlich sollte dieses Programm die Wirtschaft ankurbeln und die Arbeitgeber begeistern. Aber hat es den Unternehmen wirklich geholfen? Die Löhne in Portugal sind nicht hoch. Man muss sich nur den Mindestlohn ansehen. Er liegt in Portugal bei monatlich 485 Euro und das Durchschnittseinkommen bei 1000 Euro. Sollten die Ihre Erfahrung als Unternehmer hier vor Ort nicht mehr trauen als Ihrer eigenen abstrakten Analyse? In der Tat. In Portugal hält man die Niedriglohnpolitik für veraltet. Bei einer Umfrage, die unser Unternehmerverband gemacht hat, steht die Arbeitsmarktreform an siebter Stelle der Prioritäten. Das haben wir der Troika deutlich gemacht. Portugal braucht innovative Modelle, hochwertige Produkte und Gehälter, die der Innovation und den hochwertigen Produkten angemessen sind. Das haben wir der Troika wiederholt zum Ausdruck gebracht. Was genau haben Sie den Vertretern der Troika gesagt? Unsere Erkenntnisse. Wir haben sie der Troika wiederholt mitgeteilt. Sie haben uns zwar angehört, aber fast nichts von dem in Angriff genommen, wozu wir geraten haben. Sogar der hiesige Präsident des Arbeitgeberverbandes sagte uns, dass die Lohnkosten und das Arbeitsrecht eigentlich gar nicht das Problem seiner Mitgliedsunternehmen wären. Viele dieser Arbeitsmarkt-
Reformen waren sehr hilfreich für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen. Aber es geht nicht nur um Arbeitskosten und Arbeitsrecht. Eigentlich sollten die Arbeitsmarktreformen ja dafür sorgen, dass mehr Menschen Arbeit finden. Aber im wirklichen Leben ist dann oft das Gegenteil passiert. Also wir haben zum Beispiel mit dem Fahrer eines großen Transportunternehmens gesprochen. Und er hat erzählt, naja, ich verdiene jetzt viel weniger als vorher. Os trabalhadores chegavam à possibilidade, portanto, teriam a possibilidade de ver Als Busfahrer brachte man am Monatsende 1.300, 1.400 Euro nach Hause. Das Durchschnittsgehalt eines Fahrers mit Überstunden. Jetzt kommen wir höchstens auf 900. Ist denn wenigstens der Arbeitgeber glücklich damit und hat jetzt ein gutes Unternehmen und prosperiert und investiert in neue Busse oder neue Linien? Nein, so funktioniert das nicht. Es gibt keine Neueinstellungen mehr. Und uns werden die Überstunden schlechter bezahlt. Die, die da sind, arbeiten einfach mehr. Hat nicht dann diese Art von Arbeitsmarktreform, die dafür einfach sorgt, dass die Leute für weniger Geld mehr arbeiten müssen, genau den gegenteiligen Effekt, also senkt Beschäftigung statt steigert Beschäftigung? Das ist, was die Wirtschaft schlussendlich braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich meine, ich hätte in Ihren Berichten gelesen, gerade jetzt hier im letzten Review, da stünde drin, also die Löhne sind bisher um durchschnittlich 8% gesunken, aber sie seien noch nicht genug gesunken. Man muss sich ja überlegen, wenn dann macht Portugal das und dann machen die Konkurrenzländer das und so entfaltet sich dann europaweit oder womöglich weltweit so eine Art Lohnsenkungswettlauf, was die Amerikaner Race to the Bottom nennen. Also wo ist denn dann mal Schluss? Also wann verdienen denn die Arbeitnehmer mal wenig genug, dass man sagen muss, also hier muss jetzt mal Schluss sein? In der Situation, in der sich Portugal im Moment befindet, muss die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hergestellt werden. Ich habe in einem Reisebüro gearbeitet. Und das wurde geschlossen? Nein, aber ich war die Jüngste dort, die natürliche Wahl. Die Jüngste wird als Erste entlassen. Und jetzt bin ich arbeitslos. Ich bin auch arbeitslos. In welchem Beruf haben Sie vorher gearbeitet? Ich bin Wirtschaftsingenieur. Die meisten Jobangebote, die ich finde, liegen noch unter dem Arbeitslosengeld. Es ist unerträglich. Ich kann es mir nicht leisten, ein Kind zu haben. Bei 550 Euro im Monat? Ich schaffe es kaum, mich selbst zu ernähren. Alles liegt bei 400 Euro, maximal 500. Was angeboten wird, sind Jobs für einen Mindestlohn oder noch weniger. Meistens gibt's nicht mal den Mindestlohn. Wenn man die Annoncen liest und alles durchrechnet, bekommt man nicht einmal den. Es ist völlig normal, dass man eine qualifizierte Arbeit für 500 Euro angeboten bekommt. Sogar für Akademiker? Selbst für einen Akademiker, ja. Die Familien haben viel investiert in das, was als eines der größten portugiesischen Probleme galt: Qualifikation und menschliche Ressourcen. Wir haben also eine Menge investiert in Universitätsabschlüsse, mit großen Fortschritten. Und jetzt gibt es plötzlich keine Arbeit mehr für all diese Jugendlichen. Auch für die Hochqualifizierten nicht? Vor allem für die Hochqualifizierten nicht. Und weil man gleichzeitig die Löhne drückt, nicht investiert, finden sie keine Arbeit und emigrieren. Das ist eine echte Flucht der Intelligenz. So beseitigen wir die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum. In ein, zwei Jahren werden 10% der Arbeitskräfte, vor allem die Höchstqualifizierten, das Land verlassen haben. Das ist eine demografische Tragödie. Wenn es noch ein paar Jahre so weitergeht, wird nach Schätzung des Nationalen Instituts für Statistik Portugals Bevölkerung auf 6 Millionen schrumpfen. Von 10 Millionen? Von 10 auf 6 Millionen. Das war der Bevölkerungsdurchschnitt am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Troika-Politik treibt die Bürger aus dem Land. Sie stehen Schlange vor den Konsulaten. Aber die Troika hätte auch ganz anders agieren können. Etwa die extremen Profite der privaten Betreiber von Brücken und Autobahnen kappen. Doch da ist nichts Relevantes passiert, berichtet Carlos Moreno, ehemaliger Richter am Rechnungshof. Und als Portugals Verfassungsrichter die Kürzungsprogramme für verfassungswidrig erklärten, wurden sie von der EU-Kommission als Politaktivisten bezeichnet.
Die Juristin und Abgeordnete Isabel Moreira empört sich darüber. Auch in Irland, dem Musterland der Troika, müssen nur die kleinen Leute zahlen. Währenddessen kassierten Unternehmen wie Apple und Google allein 2011 rund 31 Milliarden Euro nicht versteuerte Gewinne in Irland. Das ermittelte der irische Ökonom James Stewart. Die Eliten werden geschont, der Mittelschicht und den Armen wird alle Last auferlegt. In Griechenland forderte die Troika Massenentlassungen. Darum wurde auch den 595 Putzfrauen der Finanzbehörden gekündigt. Monatelang protestierten sie dagegen mit einem Camp vor dem Finanzministerium. Ihre Ausdauer beflügelte den Protest und befeuerte den Wahlkampf. Der neue Finanzminister hat ihnen die Tür des Ministeriums wieder geöffnet und sie wieder eingestellt. Denn ihre Entlassung sparte nicht einmal Geld, sondern verschaffte nur privaten Leiharbeitsfirmen Gewinne. Auch der Mindestlohn wurde radikal gekürzt. Und das unter Zwang der Troika. Als ich Arbeitsministerin wurde, waren schon eine Reihe von Maßnahmen mit meinem Vorgänger ausgehandelt worden. Nämlich die Tarifverträge abzubauen und für Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen, ohne jede Sicherheiten. Sie sagen, man wollte den kompletten Abbau der Tarifverträge? Genau das. Eine Abschaffung des sozialen Dialogs. Gegen internationale Abkommen. Gegen die ILO. Die Internationale Arbeitsorganisation. Genau. Und natürlich entgegen dem, was in Deutschland und anderen Ländern üblich ist. Was waren die Überlegungen dahinter? Die Arbeitgeber sollten völlig die Oberhand haben und allein über die Löhne entscheiden. Aber würde das nicht heißen, es gäbe keine Zukunft mehr für Gewerkschaften? Man ging sogar noch weiter und sagte, das reicht nicht. Wir wollen, dass die Regierung die Bedingungen für den Mindestlohn und für die Lohnvereinbarungen allein diktieren kann, sodass die Regierung das Recht hat, die Konditionen einfach festzulegen. Das ist ja eine neue Form von Planwirtschaft. Und deshalb war der soziale Dialog in Griechenland tot. Die Troika, die damalige Regierung und der damalige Ministerpräsident Papademos waren der Ansicht, dass der Mindestlohn von 751 Euro brutto zu hoch war im Verhältnis zur Produktivität der griechischen Wirtschaft und folglich verringert werden musste. Die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitgeber waren anderer Meinung. Es existiert ein Memorandum an die damalige Regierung. Dieses Schreiben, ich habe es hier, alle Sozialpartner haben unterzeichnet. Sehen Sie. Athen, Februar 2012. An Premierminister Lukas Papademos. Es ging auch an alle Parteivorsitzenden, um von ihnen zu fordern, dass der Mindestlohn nicht verringert wird von 751 auf 586 Euro. Das wurde jedoch nicht berücksichtigt. Der Mindestlohn wurde verringert, per Regierungsdekret. Und das durchlief nicht das Parlament. Darüber wurde im Parlament nicht abgestimmt? Nein, weil man befürchtete, die Abgeordneten würden es nicht annehmen. Der Mindestlohn in Griechenland betrug seitdem 586 Euro im Monat. Die Senkung von 4,41 Euro auf 3,44 Euro pro Stunde drückte 3,5 Millionen Haushalte noch tiefer in die Armut. Die neue Regierung will jetzt zurück zum alten Satz. Hier so? Wohnzimmer, Fernseher. Perfekt. Wenn Sie sich die Entwicklung in Griechenland ansehen, so hat unter anderem, nicht nur, aber unter anderem der exzessiv hohe Mindestlohn dazu geführt, dass im exponierten Sektor, im exportorientierten Sektor, es fast keine Beschäftigung mehr gab. Natürlich waren die Gewerkschaften dagegen. Aber das Interessante war, auch sämtliche Arbeitgeberverbände,
Ich glaube, das sehen Sie falsch. Der zuständige Arbeitsminister wollte es dann auch nicht machen und hat uns berichtet, dass dann eben die Vertreter der Troika in der gemeinsamen Kabinettssitzung gesagt haben, also entweder ihr macht das oder wir zahlen die nächste Tranche nicht aus. Das war Politik per Erpressung. Ist sowas nicht auch ein Machtmissbrauch? Die Behauptung, dass der griechische Mindestlohn keinerlei ökonomischen Auswirkungen hatte und seine Beseitigung oder seine Senkung negative ökonomischen Auswirkungen hätte, ist absoluter Unsinn. Da werden Sie von den griechischen Kollegen ganz einfach hinters Licht geführt. Naja, also wenn das nur Gewerkschafter wären, dann wäre ich ja auch selber misstrauisch. Aber wenn es auch die ganz normalen, wenn man so will, Bankökonomen oder Ökonomen der Unternehmerverbände sind, die sagen, das hat alles nur schlimmer gemacht, dann komme ich doch ins Zweifeln. Also ich habe sowohl vom griechischen Finanzminister als auch von einer ganzen Reihe von griechischen Ökonomen was anderes gehört. Lohnfestsetzungen, Tarifverträge, das Arbeitsmarktreform, Arbeitsmarktliberalisierung ist in allen Krisenländern Teil der Sanierungsprogramme. Und das Interessante daran ist, dass ja im geltenden europäischen Vertrag festgelegt ist, dass die EU-Kommission genau für Lohnfindung und Tarifverträge und Collective Bargaining nicht zuständig ist. Wie kann es sein, dass dieselben Kommissionsbeamten, die als Kommission dafür nicht zuständig sind, als Vertreter in der Troika sich mit dem Ding befassen? Also, und dort eigentlich das Gegenteil tun von dem, was ihnen der EU-Vertrag aufträgt. Ist das nicht Vertragsbruch im Auftrag der Eurogruppe? Jetzt stelle ich Ihnen, ich nehme an, Sie wissen es genau und stellen daher eher suffisanterweise diese Frage. All das, was in diesen Krisenländern passiert ist, war ja nicht eine Aktivität im Rahmen des normalen EU-Gesetzgebungsverfahrens, sondern waren Maßnahmen, die im Rahmen der Eurogruppe, im Rahmen der Eurozone erfolgt sind. Und sie waren dort nicht als legislatives Organ oder legislativ vorbereitendes Organ, sondern als Experten für die Eurogruppe unterwegs. Ist es nach dem EU-Vertrag möglich, dass ein und dieselbe Person rechtlich zwei verschiedene Rollen einnehmen kann? Nein, definitiv nicht. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Sie muss den Vertrag immer einhalten. Es kann nicht sein, dass die Kommission dann, wenn sie Teil der Troika ist, den Vertrag beiseite schiebt und alles machen darf. Das geht nicht. Sie muss unter allen Umständen den Vertrag einhalten. Und es ist ganz klar, dass sie das nicht getan hat. Das war keineswegs der einzige Übergriff in der legalen Grauzone. In Athen schwangen sich die Troika-Beamten sogar zu Gesetzgebern auf und erpressten die Minister. Hier, liebe Frau Minister, wir haben große Probleme. Der Text ist nicht akzeptabel. Zentrale Vorgaben fehlen. Unsere zahlreichen Kommentare und Vorschläge wurden ignoriert. Komplett durchgestrichen und neu geschrieben. Sie haben es gelöscht und einen neuen Text eingefügt. Und so ging es hin und her mit dem Text. Sie haben also Ihre Entwürfe nicht nur kommentiert? Nein, es waren klare Neufassungen. Entwürfe und Neufassungen. Bis aufs letzte Wort. Nur, dass wir gewählte Staatsbeamte waren und Sie nur Bürokraten und Technokraten. 13 Monate lang war ich Minister. Es bedeutete mir alles, dass die Verhandlungen mit der Troika stattfanden. Meiner Meinung nach war Herr Thompson ein außergewöhnlicher Verhandlungsführer. Wie hat man Sie als gewählten Minister behandelt? Man kann sagen, ich wurde erpresst. Mein Land wurde gedemütigt. Eines Abends um 23 Uhr bekam ich von ihm einen Anruf. Es hängt von Ihnen ab, ob Griechenland die nächste Kreditrate über 8 Milliarden Euro erhält oder nicht. Und das geschah nur, weil Herr Thompson ein Symbol der Unterwerfung brauchte? Ja. Und Angst. Er wollte Angst und Unterwerfung. Er wusste es nicht wertzuschätzen, einen Minister eines souveränen Staates vor sich zu haben. Während der Verhandlungen hat er mir das Gefühl gegeben, ich sei der Vertreter eines Landes, das nicht einfach nur ein Schuldner ist, sondern ein korruptes Land. Ein Land der Faulpelze, der Unfähigen.
Ich glaube, er nahm das Thema persönlich. Er wollte Rache und Demütigung und sich selbst Recht geben. Wie er geschildert hat, wie diese Art von Verhandlung läuft, wie die Erpressung lief. Also wie im Grunde Erniedrigung des Gegenübers ein Teil des Programms ist. So schlimm habe ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Und vor allem das Ganze immer nur um die jeweiligen, wenn man so will, persönlichen Ziele des Gegenübers zu befriedigen. Also in diesem Falle, der Verhandler für den IWF musste einfach gegenüber seinen Oberen einen bestimmten Erfolg vorweisen. Und deswegen konnte er sich überhaupt nicht mehr darauf einlassen, welchen Sinn und welchen Unsinn das anrichten würde in der öffentlichen Verwaltung in Griechenland. Es war ihm auch völlig wurscht. Es ging nur darum, etwas zu zeigen, zu demonstrieren und durchzusetzen. Das Schlimmste, was einem Land passieren kann, ist, in die Hände von internationalen Bürokraten zu fallen, die glauben, besser zu wissen, was das Land braucht. Bis heute ist das Ausmaß der Intervention in Griechenland beeindruckend. Die Troika hat für Griechenland ein so detailliertes Programm entworfen. Es ist ein komplettes Regierungsprogramm. Ist es nicht im Allgemeinen sehr riskant, nicht gewählten Funktionären so viel Macht zu gewähren, ohne dass sie einem Parlament Rechenschaft schuldig sind? Sie können tun, was sie wollen. Das ist ein riesiges Thema für Europa, weil wir diese, wie de Gaulle sie nannte, staatenlosen Technokraten haben. Ungewählte Beamte, die in Brüssel Entscheidungen treffen. Auch hier in Washington gibt es eine internationale Bürokratie. Ich nehme mich selbst davon nicht aus. Ich bin so weit weg von den Problemen. Ich war nie in Griechenland und habe die Probleme nicht vor Ort gesehen. Ich wünschte, ich könnte hinfahren. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, mache ich das. Man kann die Probleme eines Landes nicht richtig erfühlen, wenn man in einer geschützten Umgebung wie in Washington oder in Brüssel ist. Und damit entsteht eine gefährliche Situation für ein Land, wenn so viele Entscheidungen über die Zukunft seiner Bürger in der Hand von Leuten liegen, die sich damit nicht auskennen. Die Troika sah weg, wenn es um die Begünstigung der Eliten ging. Im Oktober 2010 übergab Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde ihrem griechischen Kollegen eine Liste mit mehr als 2000 Namen von griechischen Staatsbürgern, die bei der Schweizer Filiale der Großbank HSBC Konten unterhielten. Allein bei dieser einen Bank hatten reiche Griechen mehr als 2 Milliarden Euro versteckt. Aber die Existenz der Liste hielten sowohl Griechenlands Minister als auch die Beamten der Troika geheim und verhinderten so Ermittlungen. 2012 spielte ein Insider die Liste einem Journalisten zur Veröffentlichung zu. Seitdem kursiert sie unter dem Namen Lagarde-Liste. Christine Lagarde ist heute Chefin des IWF. Die Lagarde-Liste erreichte unser Land im Herbst 2010. Wie viele dieser mutmaßlichen Steuerhinterzieher wurden bis heute verfolgt, nach 4 Jahren? Das sind insgesamt 2062 Namen. Im Januar 2014 teilte der Leiter der Ermittlungsbehörde, ein enger Freund des Ministerpräsidenten, auf Anfrage mit, dass bei 6 Personen Kontrollen durchgeführt wurden. Ein vollkommen unbegreifliches Ergebnis, das jedoch leicht zu erklären ist. Denn auf dieser Liste befinden sich Politiker, Verwandte von Politikern, genau diejenigen, die mit dem griechischen Filz verbunden waren. War es nicht eines der Hauptziele der Reformprogramme der Troika für Griechenland, die Steuerflucht der Reichen zu stoppen? Das stand nur auf dem Papier. Während das Verfahren im Untersuchungsausschuss lief, in dem es um die Namen auf der Lagarde-Liste ging, stellte sich verblüffenderweise etwas heraus. Der Vertreter des Internationalen Währungsfonds, der im Finanzministerium abgestellt war, hatte den zuständigen Beamten davon abgeraten, genauer auf die Fälle und die Liste zu schauen.
case and looking more into the list. Das mit dem Mindestlohn wurde mit eiserner Hand durchgesetzt. Warum wurde nicht mit der gleichen eisernen Hand durchgesetzt, dass die Liste der potenziellen Steuerhinterzieher, die Frau Lagarde persönlich mal übergeben hat, wirklich verfolgt werden? Die griechischen politischen Präferenzen haben das griechische Steuersystem produziert. So wie in Deutschland, so wie in Dänemark, so wie in Frankreich. Mhm. Und die Steuerverwaltung war, wie sie war. Das wird in den Krisenländern als extrem ungerecht empfunden. Dass unterm Strich diejenigen, die oft sogar als Steuerhinterzieher die Krise mit verursacht haben, durch die Privatisierung und durch die Steuerstruktur dann noch mal begünstigt werden. Warum konnte man da nicht eingreifen? Das ist in der Tat natürlich eine Entwicklung, die unerfreulich ist. Und hängt auch mit der Reife des politischen Systems, mit den Umständen der Krise etc. zusammen. Es hängt vor allem damit zusammen, dass es den Verantwortlichen der Troika offenbar völlig egal war, wem ihre Programme nutzen und wem sie schaden. Und das gilt ganz besonders für die erzwungene Privatisierung. In allen Krisenstaaten machte die Troika es zur Auflage, dass so viel Staatsbesitz so schnell wie möglich verkauft wird. Und damit eröffnete sie ein Mordsgeschäft für Zocker. Der griechische Staat gründete sogar eine Art Treuhandgesellschaft, die Taiped, die vom Amtsgebäude über das Stromsystem bis zu ganzen Inseln alles verhökert, ohne dass das Parlament noch was zu sagen hat. Und hier, da geht's zu wie bei eBay. Da steht alles zum Verkauf, was irgendwie noch in Staatshand ist. Strände, Amtsgebäude, halbe Inseln, was immer man irgendwie verwerten kann. Hier, ganze Urlaubsgebiete. Das lädt natürlich ein zu Schiebereien. Vor allem dann, wenn es um Milliardenprojekte geht. The development of Hellenicon is expected to benefit the local and wider economy, attracting more than 7 billion euros of investment to reinvigorate Athens, Greece and overall tourism. So werben die Gewinner eines der größten Privatisierungsdeals für ihr Projekt. Die Vermarktung des Hellenicon-Geländes, wo einst der alte Flughafen war und später die teuren Stadien für Olympia errichtet wurden. Das Terrain ist dreimal so groß wie Monaco. 4 Kilometer Küste und Strand. Zentrumsnahes, höchst begehrtes Bauland. Doch der geheim operierende Treuhandfonds Taiped steuerte die Auktion so, dass nur ein einziger Bieter blieb. Die Firma Lambda, die zum Konzern des griechischen Oligarchen Spiros Latsis gehört. Sie erhielt das Gelände, dessen offizieller Schätzwert bei 1,24 Milliarden Euro liegt, für weniger als die Hälfte dieser Summe. It's looting. Das ist Plündern. Leider plündert eine kleine Clique das Land. Und es gab nur einen Bieter. Ein Privatisierungsprozess mit nur einem Bieter? Normalerweise würde man bei nur einem Bieter das Verfahren unterbrechen und sagen, okay, wir verkaufen 2 Jahre später. Nicht in Griechenland, nicht unter der Troika. Welches Interesse sollten die anderen Euro-Länder daran haben, die Plünderung Griechenlands zu unterstützen? Es geht darum, die Interessen von Großunternehmern zu bedienen. Die Krise bietet eine gute Gelegenheit, sich den Reichtum unseres Landes zu schnappen. Das ist ein Spottpreis, der gerade mal dazu reicht, die Schulden von ein paar Monaten zu tilgen. Das macht alles keinen Sinn. Verantwortlich dafür ist der frühere Finanzminister Giannis Donadas. Viele Griechen, mit denen wir gesprochen haben, sehen das als Ausverkauf des eigenen Landes an ausländische Investoren und das zu einem Schleuderpreis. Zum Beispiel das riesige Hellenicon-Gelände, das dreimal so groß ist wie Monaco. Ich habe den leisen Verdacht, dass Ihre Berechnung falsch ist. Denn Sie lassen außer Acht, dass die Investoren auch investieren werden. Aber Sie tun es gegen den Widerstand der betroffenen Bevölkerung. Für jeden Euro, der in Hellenicon investiert wird, werden 5 Euro in der griechischen Wirtschaft generiert, durch den Multiplikatoreffekt. Man spricht von über 50.000 Arbeitsplätzen. Das entbehrt jeder Grundlage. Es klingt wie ein Märchen, das nirgends belegt ist. Wurde der Vertrag öffentlich gemacht?
Wir kennen den Inhalt nicht. Einige Parlamentarier haben wiederholt verlangt, Fakten zu veröffentlichen, damit die Bevölkerung die Sache beurteilen kann. Aber Taipeh ist eine private Gesellschaft, die nicht zur Veröffentlichung verpflichtet ist. Wer genau profitiert vom Verkauf des Ellinikon-Gebietes? Wer sind die Investoren? Herr Latsis und Lambda Development werden das Gebiet wohl bekommen. Und Herr Latsis ist derjenige, dem sozusagen die Eurobank gehörte. Und außerdem ist er mit dem EFG-Konzern eng verbunden, der wiederum mit dem höchsten ungeklärten Guthaben auf einem Schweizer Konto in Verbindung gebracht wird. Das wurde nie aufgeklärt, steht aber auf der Lagarde-Liste. Warum hat die Troika nicht eingegriffen? Das hätte sie doch gekonnt, oder? Die Troika hat im Wesentlichen diese kriminelle Politik unterstützt. Auf Kosten des öffentlichen Interesses, der griechischen Bürger, der griechischen Gesellschaft und auch auf Kosten der nächsten Generation. Der Ellinikon-Deal ist kein Einzelfall. In allen Krisenländern verlieren die Bürger Milliarden mit dem Ausverkauf von Staatsbesitz, der eigentlich ihnen gehört. Alles wird verkauft, sogar die Wasserversorgung, deren Privatisierung in Deutschland und Frankreich schon wieder gestoppt wurde. Dieselben Konzerne, die anderswo längst rausgeworfen wurden, sollen sie übernehmen. Sie schnappen sich, was von Griechenlands Familiensilber übrig ist, sagt Maria Kanellopoulou, die sich gegen den Verkauf engagiert. Auch in Portugal soll die gerade erst modernisierte Wasserversorgung in die Hände derselben Konzerne fallen, warnt José Gonçalves, Chef eines bislang noch kommunalen Wasserbetriebs. Die müssen 10, 15 Jahre lang so gut wie nichts investieren, kassieren aber sofort große Gewinne. Das Tafelsilber wird verkauft, um zu überleben. Para mim é o castigo total. Cortam os ordenados. Ich halte das für die totale Bestrafung. Sie kürzen das Gehalt, erhöhen die Steuern, die öffentlichen Schulen werden schlechter, das Gesundheitswesen ist in Schwierigkeiten. Die Sozialversicherung wird gekürzt, die Arbeitslosigkeit ist enorm hoch und so weiter. Aber gut gehende Unternehmen werden verkauft, ohne dass wir erfahren, wie und warum. Man erklärt uns nicht, wem die Welt wirklich gehört. Wäre es nicht sinnvoll, einfach, damit die Leute das Gefühl haben, sie werden in ihren Sorgen auch ernst genommen, den Wasserbereich auszunehmen? Das ist eine Entscheidung der Regierung hier und der gewählten Vertreter hier. Ja. Aber das müssten Sie doch dann wenigstens nicht noch unterstützen. Ich meine, in Ihren Reviews, die Sie alle 3 Monate veröffentlicht haben in den letzten 3 Jahren, stand es jedes Mal mit drin, ja, die Wasserprivatisierung. Da muss man ja auch genau hinschauen. Aber generell, Privatisierung, die Erfahrung ist, dass diese Unternehmen dann effizienter betrieben werden. Die bisherige Erfahrung beweist das Gegenteil. Ausgerechnet im Mutterland der Wasserprivatisierung läuft jetzt der große Rollback, nämlich in Frankreich. Weil die Gemeinden durch die Bank schlechte Erfahrungen gemacht haben. Klar, aber ich bin mir sicher, dass diese Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht wurden, hier sozusagen berücksichtigt werden. Es sind die gleichen Unternehmen, die hier wieder beteiligt sind, die auch woanders schon schlecht gewirtschaftet haben. Darum habe ich da meine Zweifel. Aber ein Sonderfall der Privatisierung ist die Bank PPN. Die wurde ja wegen des drohenden Bankrotts 2008 verstaatlicht, um eine Bankenpanik zu verhindern. Wahrscheinlich sogar vernünftig, weil das war damals eine knifflige Lage im Herbst 2008. Und das kostete dann den portugiesischen Staat rund 5 Milliarden Euro. Und dann stand plötzlich
Im Memorandum of Understanding im Juni 2011, also im Vertrag der Troika mit der Regierung, dass die Bank schon einen Monat später verkauft werden soll. Was hatte diese Klausel in dem Vertrag zu suchen? Also warum schreibt man in einem Memorandum of Understanding, dass eine ganz bestimmte Bank bis einen Monat später verkauft sein muss? Zu diesem Thema, ich würde sozusagen nicht so gern jetzt kommentieren auf spezifische Fälle. Okay, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Bei dem übereilten Verkauf der Bank BPN, den die Troika erzwungen hat, ist es offensichtlich nicht mit rechten Dingen zugegangen. So kam sie in den Besitz des angolanischen Finanzkonzerns BIC. Deren portugiesischer Zweig wird vermutlich nicht zufällig von Diogo Freitas do Amaral, einem Ex-Minister der jetzigen Regierungspartei, geführt. Über die näheren Umstände will aber niemand Auskunft geben. Der Vertreter des IWF ist nicht der Einzige, der schweigt. Auch von der zuständigen EU-Kommission ist keiner bereit zu sprechen. Und von der portugiesischen Regierung gibt es ebenfalls nur Absagen. Das Parlament hat jedoch einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, in dem der Oppositionspolitiker João Semedo erstaunliche Details ans Tageslicht beförderte. Es gibt eine merkwürdige Klausel im Memorandum of Understanding zwischen der portugiesischen Regierung und der Troika. Sie verpflichtet die Regierung dazu, die Bank BPN binnen eines Monats nach Amtsantritt zu verkaufen. Warum wurde diese Bedingung in das Memorandum aufgenommen? Die Regierung stimmte dem zu, weil der Käufer unserer Meinung nach schon vorher feststand. Das ist schon sehr merkwürdig, weil diese Klausel den potenziellen Käufern signalisierte, dass der Staat zu jedem Preis verkaufen musste. Die Verhandlungsposition des Staates war damit gleich null. Die portugiesische Regierung hat alles sogar noch schlimmer gemacht. Die Auktion wurde so schnell eröffnet, dass sich andere Bewerber nicht mehr beteiligen konnten. Aber warum? Weil die portugiesische Regierung aus rein politischen Gründen gute Beziehungen zum angolanischen Finanzwesen haben möchte. Deshalb verkauften sie für 40 Millionen Euro. Das ist nichts für eine Bank mit so vielen Filialen. Einer der Haupteigentümer ist die Tochter des angolanischen Präsidenten. Wir wissen, dass die Tochter des angolanischen Regierungspräsidenten schon oft mit illegalen Zahlungen und Finanzierungen in Verbindung gebracht wurde. Wie viel Geld hat die portugiesische Regierung durch den Verkauf verloren? Mindestens 5.000 Millionen Euro. 5 Milliarden Euro? 5 Milliarden Euro. Warum hat die Troika diesen absurden, verschwenderischen Plan unterstützt? Weil die Regierung, als sie das Abkommen mit der Troika unterschrieben hat, hoffte, durch den Verkauf der BPN könne man verhindern, dass der Staat weiter Geld mit der BPN verliert. Doch das stimmt nicht. Der Staat verliert bis heute Geld. Nicht mit der BPN, sondern mit dem Giftmüll, der entstand. Aber wie ist das möglich? Der Müll existiert weiterhin in drei Gesellschaften, die man als Bad Banks bezeichnen könnte. Ja, Bad Banks. Vom Staat geschaffen, um den Giftmüll der BPN aufzubewahren. Es ist ein Skandal, dass so etwas möglich ist. Dass die Troika bzw. die Institutionen, aus denen sie besteht, ein derart ruinöses Geschäft genehmigen. Das würde ja bedeuten, dass die Institutionen der Troika mithelfen, dubiose, möglicherweise korrupte Beziehungen zu decken. Die Troika wird immer behaupten, dass der portugiesische Staat die Verantwortung trägt und niemals zugeben, dass für den Verkauf der Bank die Troika selbst verantwortlich war. Das Verblüffende ist,
Zur selben Zeit hat sich in Griechenland was ganz Ähnliches abgespielt. Auch dort hat die Troika die Regierung gezwungen, mit dem Verkauf der verstaatlichten Banken Milliardenverluste zu riskieren. Nach dem Fehlschlag des ersten Programms für Griechenland mussten die Regierungen der anderen Euro-Staaten einsehen, dass der griechische Staat ohne neuen Schuldenerlass bankrott gehen müsste. 2012 zwangen sie deshalb die privaten Gläubiger, also Banken und Anleger, der griechischen Staatskasse 108 Milliarden Euro zu erlassen. Weil sie 2 Jahre damit gewartet hatten, traf das aber jetzt vor allem griechische Banken und nicht mehr die aus Deutschland, Frankreich oder anderen Ländern. Und darum mussten die Griechen gleich nochmal 50 Milliarden Euro neue Schulden machen, um ihre Banken vor dem Untergang zu retten. Und seitdem waren die 4 griechischen Großbanken de facto verstaatlicht. Doch die Troika hat Griechenland gezwungen, sie so schnell wie möglich wieder zu privatisieren. Und zwar egal zu welchem Preis. Das ist zum Teil schon geschehen und hatte absurde Folgen. Amerikanische Hedgefonds kauften jetzt griechische Bankaktien zum Schleuderpreis und machten damit enorme Gewinne. Da berichtet dann zum Beispiel die Fondsgesellschaft von John Paulson, einem der großen amerikanischen Hedgefondsmanager, dass sie nur mit griechischen Bankaktien im ersten Quartal 2014 fast 6% Gewinn gemacht haben. Wie viel von dem Geld wird in die Staatskasse zurückfließen bei einem neuerlichen Verkauf der Bank an private Investoren? Nur ein Teil. 2/3. 2/3? Das ist eine ziemlich gute Schätzung des Desasters, vor dem wir stehen. Die Troika hat sich beim Prozess der Rekapitalisierung der griechischen Banken blind gestellt. Entweder aus Komplizenschaft oder Dummheit. Doch weil ich glaube, dass die Vertreter der Troika in Athen gut ausgebildete Leute sind, sehr ausgeschlafen sind, klingt es meiner Meinung nach sehr nach Komplizenschaft. Also wenn ich sehe, was der griechische Staat für die Aktie der Eurobank bezahlt hat und was dann irgendwie amerikanische Fonds für dieselbe Aktie bezahlt haben, dann schüttel ich den Kopf und denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Also ich meine, wo jeder Euro gebraucht wird, kann man doch nicht einfach so mal eben kurz ein paar Milliarden. Ich glaube, das sehen Sie falsch, dass dort irgendwie Geld mutwillig irgendjemandem in den Rachen geschoben wurde. Es war ganz einfach, im Zustand des Meltdowns des griechischen Finanzsystems ist unfassbar viel Geld verloren worden. Das ist überhaupt keine Frage. Darüber habe ich mit Theodoros Pantalakis gesprochen, der selbst Chef einer der verstaatlichten Banken war. Und ich habe ihn gefragt, warum dürften es die Griechen denn nicht so machen, wie die Amerikaner es gemacht haben und die Banken so lange halten, bis sie wieder profitabel sind und mit Gewinn verkauft werden können. Er sagte, das wäre sehr wohl machbar gewesen. Aber die griechische Regierung habe der Forderung ihrer Kreditgeber nachgeben müssen, die Banken schnell wieder zu verkaufen. Darum würden von den fast 40 Milliarden Euro bestenfalls 25 Milliarden Euro wieder reinkommen. Das heißt, Griechenland verliert 15 Milliarden Euro, das ist so viel, wie an den Ausgaben für die Gesundheitsversorgung seit 2010 gespart wurden. Und dann habe ich Pantalakis noch gefragt, warum denn das? Und das war seine Antwort. Das ist die Macht der Märkte. Dafür bezahlen wir. Die Märkte werden besänftigt, wenn sie ihren Anteil bekommen. Das ist der Preis des Gleichgewichts. Genau weil die alte Regierung sich so willig der Macht der Kreditgeber unterworfen hat, haben die Griechen sie abgewählt. Und nun muss die neue Regierung darüber verhandeln, wie dieser Ausverkauf noch zu stoppen ist. Und noch vieles mehr. Herr Varoufakis, Sie sagten, Sie könnten mit dem aktuellen Programm nicht weitermachen. Sie brauchen ein anderes. Welche Bedingungen des derzeitigen Programms kann oder will Ihre Regierung nicht erfüllen? Wenn man die zahlreichen Fälle von Korruption und Plünderung der Staatskassen auflistet, vom schlimmsten Fall bis zum unbedeutendsten, dann sieht man, dass das derzeitige Reformprogramm nur die kleineren Probleme angreift, an den großen aber nichts ändert. Punkt 1. Zweitens, es ist nicht so, dass wir uns den Vereinbarungen mit der EZB, dem IWF und unseren europäischen Partnern gegenüber nicht verpflichtet fühlen. Aber wir suchen eine Gelegenheit, die makroökonomische Philosophie und den mikroökonomischen Inhalt des existierenden Programmes neu zu gestalten. Europa hat jetzt mit unserer Regierung eine Chance. Wir sind neu gewählt. Wir haben den Schwung, mit der Business-as-usual-Mentalität Schluss zu machen.
ending the business as usual mentality. Wir sagen unseren europäischen Partnern, euch mag nicht gefallen, dass wir gewählt wurden, weil wir eine linke Partei sind. Aber benutzt uns, um in Griechenland ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und genauso in Europa. Zypern war das letzte Euro-Land, das im Frühjahr 2013 Notkredite brauchte, weil seine Banken sich verspekuliert hatten. Aber in diesem Fall wollte man ein Exempel statuieren und kein Steuergeld für die Bankenrettung bereitstellen, auch weil die Zyprer sich nicht beliebt gemacht hatten. Ihre Banken förderten Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Deswegen zwangen die Eurofinanzminister die zyprische Regierung, anders als in allen anderen Ländern, die Kunden der Banken für die Verluste in Milliardenhöhe haften zu lassen. Aber dabei geschah etwas Merkwürdiges. Um zu verhindern, dass die Panik der Bankkunden nach Griechenland übergriff, wurden die zyprischen Banken gezwungen, ihre griechischen Filialen zu verkaufen. Und das zu einem extrem niedrigen Preis. Daraus schließen viele Zyprer, dass sie um Milliarden betrogen worden seien. Aber kann das wirklich sein? Als Zypern im März 2013 Notkredite von den anderen Euro-Ländern benötigte, machte die Troika den Verkauf der griechischen Filialen von Zyperns Banken zur Bedingung. Was bedeutete das für die Zyprioten? Das bedeutete, dass die beiden größten Banken in Zypern auf einen Schlag insolvent wurden, weil wir die Filialen in Griechenland verschenkt haben. Sie waren 4 Milliarden Euro wert, aber auf europäischer Ebene wurde eine Entscheidung getroffen. Wir wurden gezwungen, diese Filialen für 500 Millionen zu verkaufen. Durch diese Entscheidung verloren wir 3,5 Milliarden. Das bedeutete gleichzeitig, dass die Bank, die diese Filialen bekam, die Piräus Bank, einen Gewinn von 3,5 Milliarden machte. Diese Verluste wurden von den zypriotischen Anlegern getragen, während es für die griechischen Anleger keine Konsequenzen hatte. Wer genau traf diese Entscheidung? Die Eurogruppe, die Troika in Griechenland und die Troika in Zypern, zusammen mit den Zentralbanken. Und das geschah vorsätzlich? Intentional? Es geschah vorsätzlich, weil auf politischer Ebene entschieden wurde, dass Zypern nicht so wichtig ist wie Griechenland. Die Eurogruppe hat bewusst entschieden, die Zyprer zu enteignen und deren Vermögen auf die griechische Seite zu übertragen? Sie haben das Geld der zypriotischen Anleger genommen und es einer griechischen Bank gegeben. Genau das ist passiert. Aus meiner Sicht ist das einer der größten Skandale in der Geschichte der Eurozone. Ein paar Leute haben mit diesen Transaktionen Milliarden verdient. Aber das zypriotische Parlament und die Regierung haben dem Deal zugestimmt. Ja, mit der Pistole auf der Brust. Wir wurden gezwungen, dem Deal zuzustimmen, weil wir bankrott waren. Was Sie sagen, ist ein schwerer Vorwurf gegen die zuständigen Minister der anderen Euro-Länder und gegen die EZB und die EU-Kommission. Lassen Sie mich deutlich werden. Was in Zypern geschah, war ein dreister Überfall auf Staatsebene. Ich wiederhole, einige haben Milliarden mit diesen Transaktionen verdient. Die Piräus Bank. Auch privat? Natürlich. Der Eigentümer der Piräus Bank, Herr Salas, hatte faule Kredite bei einer der Banken, die verkauft wurden. Über 150 Millionen in Darlehen. Diese Kredite wurden abgeschrieben nach der Transaktion. Wir haben ihnen unser Geld gegeben. So einfach ist es. Was wissen Sie über die Rolle der Europäischen Zentralbank dabei? Ich glaube, dass ihre Rolle sehr fragwürdig ist und untersucht werden sollte. Ja, das ist schon ein sehr starker Vorwurf. Ne? Ich meine, wenn es stimmen würde, was er sagt, dann haben hochrangige Verantwortliche der Europäischen Zentralbank und der Kommission und das mit Billigung der Finanzminister der Eurogruppe den Zyprioten 3,4 Milliarden Euro gestohlen. Und das in einem Land, dessen gesamte Jahreswirtschaftsleistung nur 17 Milliarden ist. Die Bank, an die diese griechischen Kredite und andere Anlagen übertragen wurden, hat drei Wochen später einen Gewinn von 3,4 Milliarden Euro berichtet. Und wenn dieses Geld den zypriotischen Banken zur Verfügung gestanden hätte, dann hätte man es den Einlegern dieser Banken nicht wegnehmen müssen. Thank you.
Und Sie haben Klage eingereicht beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg? In Luxemburg, genau. Die Klienten, die Sie vertreten, um welche Summe geht es denn da? Was haben die an Geld verloren? Insgesamt handelt es um über 100 Millionen Euro. Und von diesen 100 Klienten oder 120 Klienten, die Sie haben, sind das Unternehmen oder einfach nur reiche Leute? Einfache Leute, würde ich sagen. Und natürlich auch Unternehmen. Ja. Aber einfache Leute wie zum Beispiel Pensionierte, die ihre Pensionssumme, die an Pension bekommen hatten, bei den Banken gespart hatten. Was werfen Sie den europäischen Institutionen vor? Dass die europäischen Institutionen gegen das europäische Recht gehandelt haben. Ich meine, die Eurogruppe, die Europäische Zentralbank, die Kommission und der Rat. Insbesondere, die haben gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gehandelt. Welche Rolle spielte dabei die Europäische Zentralbank? Herr Asmussen hatte gesagt, wenn die Zyprische Republik nicht ein Rettungsprogramm mit der Europäischen Union macht vor dem 21. März, dann würde die Finanzhilfe, die Finanzierung der zyprischen Banken gestoppt. Mhm. Wie kann die Europäische Zentralbank einen politischen Hinweis gegenüber einem Mitglied der Europäischen Union machen? Das heißt, Sie meinen, die Europäische Zentralbank in Person Ihres Vizepräsidenten Asmussen habe europäisches Recht gebrochen? Rechtswidrig gehandelt. Wenn es zu einem Prozess kommt, wird Michael Tsaris ein wichtiger Zeuge sein. Er musste als Finanzminister für Zypern verhandeln. Wir haben die Verhandlungen verlassen und gesagt, das geht so nicht. Und dann gab es eine Schlichtung durch Almunias Team in Brüssel. Der damals Kommissar war. Für Wettbewerb. Die Entscheidung fiel und so konnten sie über Nacht einen Gewinn von 3 Milliarden Euro darstellen. Das hieß aber, dass die insolvente griechische Bank über Nacht gerettet wurde. Ist das nicht unfair? Doch, und sie haben es uns ins Gesicht gesagt. Entweder dem Programm zuzustimmen, was bedeutete, dass wir die Pfändung bei den Einlegern hinnehmen mussten. Oder wir hätten die Eurozone verlassen müssen. Das wäre die komplette Katastrophe für unsere Wirtschaft gewesen. Das war genau so, wie es klingt. Friss oder stirb. Für den Vorwurf, dass die EU-Kommission und die EZB der griechischen Seite Milliarden zugeschanzt haben, gibt es ein sehr starkes Indiz. Und zwar diese E-Mail, verschickt vom zuständigen Beamten der EU-Kommission an alle Beteiligten, kurz bevor die endgültige Entscheidung fiel. Da steht drin, wie die Transaktion vonstatten gehen soll. Und ganz am Ende steht diese Tabelle. Sie beweist, dass es stimmt, was mir Papadopoulos sagte. Die Beamten der Kommission haben mit voller Absicht einen viel zu niedrigen Preis für den griechischen Teil der Zypernbanken festgesetzt, den die Zyprioten dann unter Zwang akzeptieren mussten. Und im Ergebnis konnte dann die Piräus Bank, die griechischen Geschäfte der zypriotischen Banken ja bekam, einen Monat später berichten, dass ihr Kapital um 3,4 Milliarden Euro gewachsen sei. Hat die Troika da also gemeinsame Sache mit einer griechischen Bank gemacht? Hier geht es um 10% des Bruttoinlandsprodukts, das durch diesen Verkauf aus Zypern transferiert wurde. Das stinkt. Ich glaube, die Öffentlichkeit will Aufklärung. Es wurden Fehler gemacht und jemand muss den Preis dafür bezahlen. Aber dieser Preis war übertrieben hoch und wurde von den Schwächeren bezahlt. Und es gibt keine hinreichenden Informationen, um zu entscheiden, ob es Fehler waren oder Korruption.
Solche offenen Fragen dürfen nicht über Europas Institutionen hängen bleiben. Deshalb finde ich es wichtig, auf europäischer Ebene zu untersuchen, was falsch gelaufen ist. Werden Sie sich denn jetzt im neuen Parlament, was ja gerade gewählt worden ist, für weitere Untersuchungen von zurückliegenden Fällen einsetzen? Es gab keine Untersuchung und es wird keinen Untersuchungsausschuss geben, weil es keinen Anlass für einen Untersuchungsausschuss gibt. Was wir getan haben, das sehen viele Kritiker ist anders. Das verstehe ich, aber man muss auch die Kompetenz dazu haben. Ja, gibt es denn gar keine Möglichkeit, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen für die Fehler, die gemacht wurden? Ich bleibe dabei. Die Tätigkeit der Troika war ein großer Erfolg. Die Tätigkeit der Troika war notwendig. Das sagt auch das Parlament mit einer breiten Mehrheit. Und zur Arbeit der Troika gab es nahezu keine Alternative. Wir müssen die Lehren aus den Fehlentwicklungen, die Lehren aus der Tätigkeit ziehen. Aber rückwirkend muss man sagen, das war die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Und die Erfolge geben uns auch recht. Das ist genau die Haltung der Regenten in Brüssel und Berlin, die die Menschen gegen dieses Europa aufbringt. Und darum haben die Griechen eine Regierung gewählt, die sich dagegen auflehnt. Wenn Europas Regierende jetzt weiterhin die Auseinandersetzung und die Rechenschaft für ihre Fehler verweigern, gefährden sie den ganzen Fortschritt, den uns die europäische Einigung in den letzten 30 Jahren gebracht hat. Europa, das war ein Begriff für Hoffnung auf bessere Zukunft. Aber mit dieser Politik sehen die Menschen Europa als Bedrohung. Selbstverständlich könnte man die Lasten der Krise gerechter verteilen. Und natürlich könnte man die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und vor allem könnte man nach dem Fiasko der Sparprogramme umschwenken und jetzt versuchen, durch neue Investitionen den Krisenländern wieder Zukunft zu verschaffen. Warum ist das nicht längst geschehen? Zahlreiche psychologische und soziologische Studien zeigen, dass Menschen, die feste Überzeugungen haben, ihre Meinung nicht durch wissenschaftliche Beweise ändern. Und je mehr sie darüber wissen, desto härter wehren sie sich dagegen. Daher ist es nicht so überraschend und es ist sehr moralistisch. Die Menschen haben ihre eigenen Wertvorstellungen. Und wenn man ihnen sagt, diese Werte haben nach allen Regeln der Mathematik keinen Sinn, dann werden sie nur wütend. Ihre Meinung ändern sie aber nicht. Nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige und oft sogar inkompetente Beamte aus Brüssel treffen Entscheidungen über Menschen, mit denen sie nichts zu tun haben, vor denen sie sich nicht rechtfertigen müssen. Das funktioniert nicht. Wenn zum Beispiel Angela Merkel Grundsatzentscheidungen trifft, die dem griechischen oder portugiesischen Volk Leid aufzwingen, dann ist sie nur den deutschen Wählern verpflichtet. Und wenn man für die Europäische Kommission arbeitet, hat man einen Job fürs Leben und ist seinen Vorgesetzten Rechenschaft schuldig, aber nicht verantwortlich für das Leid, das man womöglich verursacht. Wie kommt es, dass diese Leute diese Macht ausüben? Diese Beamten, die doch gar kein persönliches Interesse in diesem Spiel haben. Es ist unglaublich, wie engstirnig ihre Weltanschauung ist. So konnten sie die Kontrolle über Institutionen übernehmen, die Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen in der Eurozone haben. Das ist ein außerordentlicher Vorgang. Diese ideologische Einseitigkeit ist sehr schwer zu erklären. Aber wie konnten die ganze Kommission übernehmen? Ich glaube, es kam so. Als sie ihre Ämter übernahmen, war das neoklassische, neoliberale Denken vorherrschend. Staatsschulden sind schlecht, ein großer Staatsapparat auch. Je weniger Staat, umso besser. Die Entscheidungen in der Privatwirtschaft sind immer gut, die im öffentlichen Sektor immer schlecht. Das war die herrschende Ideologie, als diese Leute an die Macht und in ihre Ämter kamen. Vor 20 Jahren. Und sie sind immer noch da. Und sie haben nichts gelernt. Aber senden Sie das nicht. Macht ohne Kontrolle. Das heißt, keine Rechenschaft gegenüber den Parlamenten und auch keine gegenüber der Öffentlichkeit. Wie lange soll das noch so bleiben? Die Verantwortlichen des IWF, der EZB und der EU-Kommission haben die Antwort auf alle unsere Fragen verweigert.
Musik.